Autotune ist der Teufel. So oder so ähnlich klangen einige wirklich bissige Kommentare unter meinem letzten Testvideo für das Autotune-Plugin Crispy Tuner und so ein Stück weit kann ich das auch nachvollziehen. Aber solltest du auch zu den Totalverweigerern von Autotune oder zumindest zu den Zweiflern gehören, dann möchte ich dich heute mal zu einem Experiment einladen, denn meiner Meinung nach macht immer noch die Dosis das Gift. Wir schauen uns heute also an, ob Autotune einen ganz anderen Musikstil trotzdem bereichern kann und ich darf schon die Antwort geben. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Und wenn du dich auf das Experiment einlassen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und was durfte ich nicht alles an spannenden Kommentaren unter dem Testvideo vom Crispy Tuner, von dem Autotune-Plugin Crispy Tuner lesen? Da war von total begeistert, hab sofort zugeschlagen, bis hin zu Musik, die Autotune braucht, hat die Daseinsberechtigung verloren, Sänger, die Autotune brauchen, dürfen gar nicht erst vor das Mikrofon. Da war wirklich eine große Bandbreite und ehrlich gesagt, wenn man den Autotune-Effekt als solchen benutzt, also als Effekt, dann bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, denn man hat sich langsam satt dran gehört. Es gibt ja ganze Musikrichtungen, die nicht mehr ohne funktionieren wollen, aber selbst in der ganz normalen Musik scheinen einige Stimmen wirklich immer gleich zu klingen, weil halt eben immer Autotune drauf ist. Aber man kann auch durchaus anders damit rangehen. Man kann den Autotune-Effekt auch als Werkzeug benutzen, als kreatives Hilfsmittel im Produktionsprozess oder zumindest im Prozess, wenn man sein Arrangement aufstellt. Und wie das genau geht, das schauen wir uns heute mal am Beispiel Bluesrock an. Mein Kumpel Uwe kommt regelmäßig bei mir vorbei und wir nehmen Musik auf und mischen die zusammen und er hat einen Song geschrieben. Hören wir mal rein, wie es klingt und du musst mir mal verraten, ob du da den Autotune-Effekt erwarten würdest. Nun ist es wie es ist, gut so, wir haben nichts verpasst. Warum sollte es auch anders sein, so wie es ist, ist es doch fein. Klassische Bandbesetzung, man würde definitiv hier erstmal nicht daran denken, als erstes Autotune einzusetzen. Habe ich auch nicht, also zumindest bei dem, was du gerade gehört hast, aber wir haben ein Schlagzeug, Bass, Gitarre, einen charismatischen, charakteristischen Sänger. Das braucht eigentlich kein Autotune, richtig? Wir schauen mal, was man damit trotzdem machen kann und zwar so, dass es nicht auffällt, dass es Autotune ist. Und ich bin mal gespannt, ob ich euch alle inspirieren kann, den Crispy Tuner besitzen sowieso, aber vielleicht dich, wenn du da eher abgeneigt bist, ob ich dich überzeugen kann, dass es vielleicht doch hilfreich ist, dieses Plugin zumindest im Werkzeugkasten drin zu haben. Wir schauen mal in die Session, was man damit machen kann und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen sollte, dann drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal rüber in die Session und guck mal, wie man schön unauffällig Autotune nutzen kann und damit nahezu jeden Musikstil aufpimpt. Also los geht's. So, da sind wir schon in der Session und wir schauen uns einfach mal zwei Beispiele an, wie man ganz unauffällig den Autotune-Effekt einsetzen kann und du damit deine Produktion so pimpen kannst, dass der geneigte Zuhörer vor dem Radio nicht auf die Idee käme, dass da tatsächlich Autotune am Start ist. Vor allem bei diesem Musikstil, den wir gerade schon gehört haben. Du hast ja schon gehört, dass Uwe ein sehr charakteristischer Sänger ist. Das heißt, es würde hier nichts bringen oder es würde seine Stimme sogar eher ruinieren, wenn man da Autotune drauf packen würde. Es wird ihm tatsächlich, wie es in einigen Kommentaren schon drin stand, die Seele rauben. Also gilt es, den Autotune-Effekt auf anderen Spuren zu benutzen und dann kreativ einzusetzen im ganzen Mix, in der ganzen Produktion. Und wir schauen uns mal das erste Beispiel an, was ich vorbereitet habe. Das ist Stimme doppeln. Man hat zum Beispiel von der Hauptstimme nicht immer eine gedoppelte Variante vorliegen. Man kann aber mit dem Autotune-Plugin durchaus dafür sorgen, dass man eine perfekte Doppelungsspur bekommt. Das Prinzip ist relativ einfach. Eine gedoppelte Spur klingt wirklich nur dann gut gedoppelt, wenn sie sich ein kleines bisschen unterscheidet vom Original. Mit anderen Worten, die Paradedisziplin vom Autotune-Effekt, wenn man einen Sänger hat, wie den Uwe zum Beispiel, dass man diese Stimme einfach tatsächlich mal gerade zieht und dann subtil wieder dazu mischt. Damit hat man quasi von der Hauptstimme eine anders klingende Stimme gemacht, die sich dann aber so weit davon unterscheidet, dass man das tatsächlich als Doppelung durchgehen lassen kann. Ich habe das mal gemacht. Ich habe also hier die Vocalspur, die wir hier zur Verfügung haben, die habe ich einfach mal dupliziert und habe mir hier diese beiden Teile hier rausgeschnitten. An der Stelle sollte also jetzt eine Doppelung sein, die ich gerne haben mochte. Und habe dann auf den Kanalzug, ich habe das Ganze erstmal hier Vocal Double genannt, also eine Doppelung ist es dann in dem Fall, und habe auf den Kanalzug dann in diesem Fall den Crispy Tuner draufgeladen. Der Crispy Tuner ist wie folgt eingestellt. Ich habe hier die Transition Tightness und Correction habe ich so eingestellt, dass der schon deutlich zugreift in diesem Moment. Das heißt, wenn wir das jetzt solo abhören, dann klingt das nicht so fantastisch gut, aber wir können es ja mal einfach machen. Hören wir mal die Doppelung an, wie die solo klingt.
Wie wir sind und wo wir waren. Das ist im Prinzip das, was man so richtig doof findet am Autotune-Effekt. Ne? Das ist mit diesen Überschlägen und so weiter. Also mit anderen Worten würde man eigentlich nicht einsetzen. Aber in Kombination mit der Hauptstimme ganz leicht dazu gemischt. Und ich habe als Ergänzung noch den Wider drauf gemacht. Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Der Wider ist ein Plugin, mit dem man aus einer Mono-Stimme oder aus einem Mono-Signal ein deutlich breiteres Stereo-Signal machen kann, das eine gute Mono-Kompatibilität hat. Auch da kann ich dir das Video hier mal einblenden. Kannst du mal reinschauen. Der Wider ist auch kostenlos erhältlich. Im Gegensatz zum Crispy Tuner, der ein paar Tacken kostet. Falls du übrigens den Crispy Tuner haben möchtest, der Rabattcode steht hier mal direkt eingeblendet. Mit dem kannst du dir beim Kauf, falls du jetzt begeistert sein solltest, dann 10% nochmal sparen. Aber der Wider macht das ganze Signal also von Mono auf Stereo. Und dann haben wir hier quasi mit der Hauptstimme zusammen folgendes Ergebnis. Wie wir sind und wo wir waren, das sind... Und schon würdest du, wenn wir nur die Vocals alleine abhören, würdest du schon nicht mehr auf die Idee kommen, dass hier ein Autotune-Plugin am Start ist. Ne? Also natürlich subtil dazu gemischt, dann noch mit dem Wider breiter gemacht. Aber wenn man solo abhört, dann klingt es furchtbar. Wie wir sind und wo wir waren. Mit der Hauptstimme zusammen. Wie wir sind und wo wir waren. Und das Ganze im Mix versendet sich das Autotune quasi noch mehr. Wie wir sind und wo wir waren, das sind jetzt so. Klingt für mich persönlich nach einer einwandfreien Doppelung, als wenn der Sänger nochmal vor dem Mikro gestanden hat und das Ganze nochmal eingesungen hat. Und in diesem Fall wollte ich jetzt genau diese eine Zeile, diesen einen Auszug aus dem Text, den wollte ich nochmal ein kleines bisschen betonen, dass das ein bisschen wichtiger ist. Und mit so einer Doppelung, die man nur an dieser einen Stelle mal hervorholt, kann man das wunderbar machen. Man kann das ja noch weiter treiben. Ne? Ich habe ja noch eine Doppelung hier hinter gemacht. Habe hier ja das Gleiche nochmal gemacht. Man könnte ja theoretisch hier an diese zweite Stelle, wo auch eine Doppelung ist, sogar noch eine dritte Stimme dazu packen. Also die Hauptstimme, die Doppelung und dann vielleicht noch eine Terz dazu packen. Können wir ja mal machen zusammen. Wir machen einfach Vocal Double. Wenn ich den Kanalzug hier oder die Spur hier anklicke, kann ich mit Kommando D das Ganze mal duplizieren. Das heißt, hier wird ein weiterer Kanal angelegt, der die gleiche Ausstattung an Plugins und so weiter hat. Das funktioniert in deiner DAW sicherlich auch ähnlich. Und den nenne ich mal Vocal Terz, nennen wir den mal, weil da eine Terz drauf soll, das Intervall Terz. Und dazu müssen wir im Prinzip, weil jetzt alle Plugins hier schon drauf sind, müssen wir im Prinzip nur noch einmal den Crispy Tuner starten. Und können jetzt hier bei Transpose, das ist nämlich eine der tollen Funktionen beim Crispy Tuner, eine Harmoniestimme generieren. Und da geben wir dann einfach mal plus 2 ein, das müsste eine Terz sein. Ich guck mal hier kurz, die Skala muss ich noch auf Major stellen, also eine Dur-Skala. So, die stand nämlich vorher auf Major Pentatonic. Eine Pentatonic besteht nur aus 5 Tönen im Gegensatz zu normalen Tonleiter, die aus 8 Tönen besteht. Und bei der Pentatonic werden, ja, das kannst du ja wahrscheinlich bei YouTube mal ein bisschen genauer anhören. Ich wäre der falsche Ansprechpartner, dir das theoretisch zu erklären. Aber vielleicht kannst du es mir ja als Erklärung unter dieses Video schreiben. Dann können wir alle nochmal lernen, was genau der Unterschied zwischen Pentatonic und normaler Dur ist. In diesem Fall muss jetzt hier für die Terz auf jeden Fall die Major Scale, also die Dur-Tonleiter eingestellt werden. Denn ich glaube, die Pentatonic hat gar keine Terz an Bord. Ich glaube, die ist genderlos, würde man sagen, denn sie hat kein Moll und kein Dur. Aber auch da ungesichertes Halbwissen meinerseits. Ich weiß, wie es gut klingen soll und das stelle ich hier meistens ein. Also die Terz ist hier eingestellt und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier oben einmal diesen Teil runterziehen und duplizieren. Ich habe dazu die Alt-Taste beim Runterziehen gehalten. Jetzt haben wir hier also eine gedoppelte Spur mit dem Crispy Tuner auf Terz eingestellt und dann noch die Vocals hier runtergezogen, das Event. Das sollte doch schon funktionieren. Hören wir mal kurz, wie das klingt. Könnte deutlich schlimmer sein können. Auch subtil, ne? Ich schalte es mal nur auf Solo, mal kurz hören, wie das Solo klingt. Könnte deutlich schlimmer sein. Auch hier wieder dieser in Anführungszeichen furchtbar offensichtliche und aufdringliche Autotune-Effekt zusammen mit der Doppelung zusammen. Wie klingt das? Könnte deutlich schlimmer sein. Ja, klingt ein bisschen robotisch, aber wie gesagt, die Dosis macht das Gift und subtil dazu gemischt. Also ich habe ja jetzt nichts gemacht, außer die Terz nochmal eingestellt beim Crispy Tuner und ich habe selbst am Volume-Regler noch nichts gemacht. Klingt so. Zentralen Fragen. Könnte deutlich schlimmer sein, könnte
Also eine schöne, subtile Ergänzung. Das gleiche Prinzip habe ich übrigens dann beim Chor auch gemacht. Ne? Im Refrain habe ich gedacht, wir sind keinen Schritt weiter, ist eine wichtige Zeile, die muss auf jeden Fall unterschrieben werden. Und weil Uwe mir keinen Chor eingesungen hat, habe ich gedacht, spendiere ich ihm einfach einmal einen. Und habe dann quasi hier einen echten Chor gebaut. Und wir hören mal kurz rein in die drei Stimmen, was die genau gemacht haben. Auch alle drei mit dem Crispy Tuner. Wir sind keinen Schritt weiter. Okay, klingt auch sehr robotisch, ist natürlich ein Autotune-Plugin, machen wir uns nichts vor, das ist es und das bleibt es natürlich auch. Guck mal kurz, wie wir den eingestellt haben. Hier auch wieder Transition und Tightness. Correction habe ich hier auf 50% eingestellt, also Transition und Tightness sorgen dafür, dass es relativ zügig zugreift, also instant quasi, aber die Parameter habe ich wie gesagt im Video vom Crispy Tuner erklärt. Correction zu 50%, greift also nicht ganz so stark ein, habe dann hier das Intervall eingestellt, in diesem Fall sind es 3 Steps, aber aus der Pentatonik. Wie gesagt, Pentatonik passt jetzt hier in diesem Fall klanglich besser, als wenn ich eine normale Major Scale eingestellt habe. Und dann haben wir hier noch ein bisschen bei den Formanten eingestellt, was dafür gesorgt hat. Das kann ich hier vielleicht nochmal kurz zeigen, was das hier an dieser einen Stelle ausmacht. Die Stimme mit den Formanten, mache ich mal einen Loop hier kurz. So, damit du verstehst, was Formanten genau klanglich machen. Wir hören mal nur solo rein in die eine Stimme hier. Und wir sind keinen Schritt weiter. Ne? Ist eigentlich relativ unauffällig, wenn man es alleine hört. Wenn ich jetzt an einem Formant-Shift hier arbeite, wir sind keinen Schritt weiter. Klingt's wie Schlümpfe, drehe ich es runter unter Null. Wir sind keinen Schritt weiter. Ne? Und so ändert sich halt die Tonalität und der Charakter der Stimme ein kleines bisschen. Der stand jetzt hier original auf -1, habe ich ihn für gut befunden. Und das Ganze dann natürlich bei den anderen beiden Stimmen auch gemacht. Also wie gesagt, hier an der einen Stelle habe ich hier Major Pentatonic eingestellt, damit ich mit Dur und Moll nicht durcheinander komme, und habe hier 3 Steps eingestellt. Dann bei der nächsten Stimme habe ich eingestellt 2 Steps. Auch hier in diesem Fall sogar Major, das heißt hier ist eine Terz tatsächlich, also hier ist tatsächlich das Geschlecht des Akkordes, Dur oder Moll ist drin. Und was haben wir hier nochmal? Nochmal die Major Scale und nochmal 2 Steps rauf. Okay, alles klar. Und das Ganze dann eben dazu gemischt, charmant. Und auch hier wieder mit dem Wider dafür gesorgt, dass die Monostimmen aus der Mitte rausrutschen und dann auf die Seiten draufgehen. Und das war es im Prinzip schon. Der kreative Einsatz des Crispy Tuners oder des Autotune Plugins, nehmen wir es mal allgemein, ist dahingehend erschöpft, dass ich hier einfach einen Chor-Akkord gebaut habe, indem ich die richtigen Intervalle gesucht habe. Und du musst es ja nicht musiktheoretisch können. Du musst ja einfach nur wissen, wie es dir klanglich gut gefällt. Und wenn es dir gut gefällt, dann ist es auch richtig, weil es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur klingt oder klingt nicht. Und klingt ist mir deutlich lieber als das. Zusammen mit der Hauptstimme ergibt das dann Folgendes. Wir sind keinen Schritt weiter. Und schon kannst du kaum noch wahrnehmen, dass es tatsächlich ein Autotune-Plugin gewesen ist, was hier die Chorstimmen generiert hat. Ohne dass Uwe was eingesungen hat, ohne dass wir irgendwas ergänzt haben und ohne dass wir seine Hauptstimme kaputt machen mussten, in Anführungszeichen. Oder zumindest mit Autotune gerade gezogen haben. Nee, haben wir alles nicht gemacht. Wenn du dir das nochmal in Ruhe angucken möchtest, die einzelnen Einstellungen vom Crispy Tuner, dann mache ich die hier nochmal kurz rein und du kannst jetzt nochmal kurz anhalten. Dann kannst du dir das hier notieren, wie ich das eingestellt habe. In diesem Fall, der Song ist in G. Das heißt, ich habe natürlich dann mit dem Scale Finder vorher rausgefunden, wie man hier welche Dur hier eingestellt werden muss, und habe dann einfach damit ein bisschen rumgetüftelt, habe hier mit der Pitch rumgespielt, habe hier mit den Formanten rumgespielt und habe hier natürlich dann auch bei Transpose das richtige Intervall eingestellt. Da kann man sich richtig austoben. Also Vocal Harm, das sind die Einstellungen für die erste Harmoniestimme. Das sind die Einstellungen für die zweite Harmoniestimme. Hier siehst du sogar, dass ich den Autotune-Effekt, dass der ganz langsam einsetzt, beziehungsweise kaum einsetzt, damit die Stimme nicht zu stark korrigiert wird. Und dann haben wir noch das dritte, damit du deinen Chor vielleicht genauso mit diesen Einstellungen auch mal bauen kannst, wenn du die richtige Tonart natürlich gefunden hast. Also, wir hören uns das Ganze nochmal an und ich verabschiede mich damit schon mal ins Wochenende, würde ich schon fast sagen. Nein, ich verabschiede mich damit auf jeden Fall bis zum nächsten Video. Wir sehen und hören uns und jetzt genießen wir nochmal kurz diese Stelle in Uwes Song. Wir sind keinen Schritt weiter, so wie ich es hier angelegt habe, mit Autotune-Effekt. Die Dosis macht das Gift, nie vergessen, und so klingt's auch ganz ordentlich. Wie wir sind und wo wir waren, das sind jetzt so unsere zentralen Fragen. Könnte deutlich schlimmer sein, könnte übler aussehen. Wir sind keinen Schritt weiter, weder nach vorn noch hoch auf der Leiter. Wir sind keinen Schritt weiter und das macht auch nie.